Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick Dubain und wir beschäftigen uns zunächst wie immer an dieser Stelle mit dem Gesamtmarkt, denn den zweiten Tag in Folge kann der DAX kräftig zulegen. Aktuell ist es ein Plus von 0,8%. Wir waren sogar schon teilweise über der Marke von 12.200 Punkten unterwegs, getrieben nicht nur von deeskalierenden Tönen und milderen Tönen von Donald Trump, sondern auch tatsächlich von guten US-Konjunkturdaten. Die Arbeitslosenanträge sind um 16.000 gefallen auf 212.000. Erwartet worden waren 220.000 und die Baubeginne, die Genehmigungen, sie sind kräftiger gewachsen und der Philly Fed Index, der Konjunkturindex aus der Region Philadelphia, der zeigt auch mit einem grünen Pfeiltrend nach oben. Kommen wir wie immer an dieser Stelle zu den meist gekauften Werten des Online-Brokers FlatEx, zu den Most Active des heutigen Tages, und da hätten wir Wirecard, Daimler, ThyssenKrupp, 1&1 Drillisch und die Deutsche Post. Und wir blicken mal ein bisschen näher auf die Wirecard, die ist ja sowieso einer unserer Lieblingswerte heute, deswegen, weil sie tatsächlich mit Alipay und WeChat Pay Kooperationspartner hat, die tatsächlich im Schnitt pro chinesischem Kunde, der hier im europäischen Inland sozusagen Umsätze tätigt, 810 Euro insgesamt umsetzen. Und die Kooperation mit Printemps, der französischen Kaufhauskette, wird zudem intensiviert. Wenn man sich insgesamt mal das Volumen ansieht dieser chinesischen Touristen, die hier ihr Geld ausgeben, ist das im vergangenen 12 Monaten um insgesamt 100% kräftiger gewachsen, als man das zunächst angenommen hat. Also ein positiver Trend für die Wirecard. Die weitere Aktie, auf die wir gucken wollen, sind die Aktien von ThyssenKrupp, denn es gibt eine möglicherweise neue Offerte für die Aufzugssparte. Kone, der finnische Aufzugbauer, könnte da Interesse angemeldet haben, wobei es für Kone insgesamt eine teure Angelegenheit werden könnte, wenn man sich den aktuellen Wert mal ansieht, denn Kone selber ist nicht ganz so liquide unterwegs. Sie müssten also unter Umständen eigene Aktien mit in den Ring werfen, wenn sie ein Angebot machen. Falls das dann am Ende vielleicht doch nichts werden sollte, stehen die Schweizer von Schindler schon um die Ecke und würden unter Umständen warten. Also die Aufzugssparte, nicht nur das Filetstück bei ThyssenKrupp, sondern auch tatsächlich gefragt. Gucken wir an der Stelle jetzt auf die meistverkauften Titel. Und da ist es heute der Automobilzulieferer. Erstmal die Titel natürlich: Wirecard, Gazprom, Evotec, Leoni und ThyssenKrupp. Und wir gucken uns die Leoni mal genauer an. Verzeihung an der Stelle. Denn die Aktie verliert 5%, nachdem sie tatsächlich im Rahmen der Hauptversammlung wenig Gutes mitzuteilen hatte. Ganz im Gegenteil, wenig Erquickendes. Man muss tatsächlich nicht nur beim Eigenkapital heftige Einbußen einnehmen. Das ist mittlerweile von 31 auf 25% gesunken. Nein, der Schuldenberg, er türmt sich auf mittlerweile über 1 Milliarde Euro und die Analysten machen auch das Daumen nach unten. Dementsprechend verliert die Aktie, sie ist quasi, muss man ehrlicherweise sagen, seit diesem Jahr auch im freien Fall. Man merkt einfach tatsächlich die Unsicherheiten im Rahmen von Automobilsektors. Das wird auch nicht besser. Da muss man sich ganz ehrlich fragen, ist die Aktie noch ein Kauf? Das war's von mir, das war's von den Most Actives hier vom Frankfurter Börsenparkett. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, gute Kurse. Bis morgen, Patrick Dubain.